Das heißt immer, es wird Politik für ein paar wenige gemacht. Ja, das ist so. Hier gab es mal einen Kaiser und im Lande gab es Könige. Aber dann wurden die abgesetzt und der Adel wurde abgeschafft. Nicht abgeschafft wurde die Erbschaft. Das Geld blieb in den Familien. Und wer Geld hat, hat bessere Bildungschancen. Das wird immer wieder festgestellt, ist in Deutschland besonders extrem. Seit Kaiserszeiten hat sich nicht so viel geändert. Es sind ein paar weniger, die haben die Mittel, die haben die gute Bildung, die haben die Beziehungen und das Volk ist für sie Personal. In allen Ländern gibt es Identitätskarten. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es einen Personalausweis. Das heißt, für die Herrschaften ist das gemeine Volk Personal. Es ist richtig. Es ist richtig, dass der Bürgerwille in diesem, unserem Land, das ist ein Zitat von unserem Herrn Kohl, in diesem, unserem Land nicht genügend berücksichtigt werden. Wir sind die Bürger. Und wir Bürger, wir haben die Wahl am 18. September. Wir werden wählen. Wir werden aber keine antisozialen Kapitalismus wählen. Wir werden es nicht wählen. Wir werden den Erhalt des Tacheles wählen. Also warten wir. Wir warten und demonstrieren. Wir demonstrieren für uns und unser Kunsthaus Tacheles. Das Tacheles ist keineswegs das einzige Haus, das akut bedroht ist. In Berlin wird das Geld für die Jugendarbeit zusammengestrichen, obwohl es im Gesetz steht, dass 10% des Landeshaushalts für Jugendkultur ausgegeben werden müssen. Das passiert aber nicht. Insofern muss man fragen, wer ist eigentlich rechtschaffend? Sind die Politiker wirklich rechtschaffend? Und ich muss sagen, nein, sie schaffen kein Recht.